Okay, ihr Lieben, wir sind auf einem Bourbon immer noch. Bei mir ist der liebe Mario von Mylan Thailand und wir beginnen jetzt das Speed-Dating. Wir fangen ganz harmlos an. Magst du Bourbon? Ja. Grüß mich doch mal auf Thailändisch. Sawadee Kap, Kun Bourbon. Wie findest du unser Interview? Sehr interessant. Was war das Wichtigste für dich im letzten Jahr? Gesund zu sein. Womit kann man dich beeindrucken? Mit gutem Essen. Das darf auf einem richtig guten Döner nicht fehlen. Cocktailsoße. In welchem Monat findet das thailändische Neujahresfest statt? April. Die Welt geht morgen unter. Was machen wir beide heute noch? Bourbon trinken. In diesem Game hast du die meisten Spielstunden. Command and Conquer. Beschreib doch mal Thailand in drei Worten. Freundlich, wundervoll, abwechslungsreich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Was kann deine Frau besser als du? Kochen. Weißt du noch, was die zweite Frage war? Wie fandest du das Interview? Okay. Was ist deine größte Schwäche? Was ist meine größte Schwäche? Wie heißt das Wort schon wieder? Ungeduldig. Zähneputzen vor oder nach dem Frühstück? Nach dem Frühstück. Du bist jetzt DJ und legst auf. Welche drei Songs dürfen nicht fehlen? Boah, Linkin Park. Wie heißt der Song schon wieder? Numb. Dann, was nehme ich? Rihanna und Eminem. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Song heißt. Love the way Ich you bin lie. so genau, richtig. Ich bin so schlecht, was das angeht. Und was gibt es noch für Songs? Man, ich kenne kaum einen Song auswendig. Spontan fällt mir irgendwie Backstreet Boys noch ein von Ja, sehr früher. gut. Okay. Nee, ist gut, ja. Ich nehme das, ja. Alles klar. Ananas auf Pizza? Ja, wäre ein No-Go, aber in Thailand etwas vom Besten, was man kriegt. Eine Mordwaffe mit M. Machete. Was bringt dich zum Lachen? Lustige Leute. Und was bringt dich zum Weinen? Ignoranten. Was ist der beste Cocktail? Mai Tai. Bewirb doch mal eben kurz und knapp Bourbon Stream. Sehr sympathisch. Abwechslungsreich halt von den Fragen her. Und was man eigentlich, oder sagen wir es mal so, du müsstest mehr Reichweite haben mit deinem Format. Danke. Das ist sehr interessant. Muss ganz ehrlich sagen, ist wirklich sehr, sehr interessant. Hip-Hop oder Metal? Hip-Hop. Wie beschreiben dich deine Freunde in drei Worten? Boah, wie beschreiben die mich mal? Das heißt, keine Ahnung. Wahrscheinlich rechthaberisch, stur. Und was ist das Dritte? Wie könnten die mich noch beschreiben? Schwierig. Was gibt's noch? Nett. Okay. Was gab's heute eigentlich zum Frühstück? Heute gab's Reis mit Hähnchen. Du hast den Jackpot im Lotto geknackt. Was machst du als allererstes mit deinem Geld? Ich würde einen Teil meiner Familie geben, einen Teil spenden an Tierorganisationen und mir noch einen Jetski kaufen. Erst der linke oder erst den rechten Schuh anziehen? Den linken. Thailand oder Schweiz? Thailand.
Und Glückwunsch, du bist jetzt Weltherrscher. Was ist deine allererste Amtshandlung? Das Geld fair aufzuteilen. Danke. Und dein Gesicht, wenn du dich komplett überfressen hast. Hast gesehen? Mach ruhig nochmal. Aha, okay. Wahrscheinlich ein bisschen Verzögerung drinnen. Gut, dankeschön.